Auswärtsspiel bei der TSG Messel. Hanken, Janidis, Münch und Pfeiffer auf der Bank. Und trotzdem fehlen immer noch einige Spieler wie Riedel und Sperber verletzt. Dennoch sind Gebert und Boland heute zuversichtlich, dass es mit dem Dreier klappt. Beim letzten Handshake der beiden Teams konnte die Germania mit 4:0 gewinnen. Happy Birthday an das Geburtstagskind David Santel. Der Rückhalt der Germania wurde am Spieltag 23 Jahre alt. Von der A-Jugend zur Nummer 1 aufgestiegen bei den Herren, eine Entwicklung, die er durch enormen Trainingsfleiß sich erarbeitet hat. Schiedsrichter der Partie ist heute Janis Neher vom TSV Hambach, der über die gesamte Spielzeit eine souveräne Leistung zeigte. Neu in der Startelf stehen heute Sander, Schäfer und Perschke. Messel stößt an, Eberstadt in Beige von rechts nach links. Außenverteidiger Forster technisch geschickt, schickt Habeck. Hat das Auge für Mangold, 22 Meter, Flatterball. Eberstadt meldet sich früh zu Wort. Daniel im Zusammenspiel mit Sander. Perschke flippt sich den Ball runter. Erstes dickes Ding für den Gast aus Eberstadt. Kolm im Messler Tor macht das hier richtig gut. Geht sofort raus, um Druck auf den Schützen aufzubauen. Ottenbacher erstrahlt heute nicht nur mit neuer Frisur und Bart im neuen Glanz. Auch dieser lange Ball zu Sander ist etwas ganz Feines. Sander spielt direkt in die Mitte. Da ist Perschke. 1:0 für die Gemeinde Eberstadt. Simon Perschke erzielt nach 10 Minuten die Führung. Saisontreffer Nummer 9 für den flinken Stürmer, der in dieser Situation den richtigen Laufweg gefunden hat und den Schlussmann mit einem Tunnel überwindet. Daniel spielt Sander frei. Nächster guter Angriff. Ecke Messel, das kann er besonders gut. Marvin Benz bringt den Ball. Santel wehrt den Ball mit der Faust ab. Eckball von der anderen Seite. Sander kann klären und schaltet sich direkt im Konter mit ein. Legt quer auf Mangold. Nicht gut ausgespielt. Messel kommt über links. Die Flanke wird gefährlich. Lukas Galinski verpasst nur knapp und zeigt an, die Flanke verdient einen Daumen nach oben. Jetzt wieder Eberstadt mit Usa Schrumpf. Sander mit dem Schuss. Eine sehr gute Partie des Außenläufers Pascal Sander. Insgesamt ein ansehnliches Spiel mit vielen Zweikämpfen. Niemand wollte den Gegner ein Geschenk machen. Technisch sehr unterhaltsam, schöne Passstaffetten und dem nötigen Zweikampfverhalten im richtigen Moment. Sowohl auf der Seite der TSG Messel als auch hinten bei der Gemeinde Eberstadt Sonderlob für Pascal Sander für diesen Einsatz. Freistoß Lukas Galinski. Fabian Galinski verlängert. Forster klärt nach außen. Habeck mit dem Ball. Viel zu kurze Abwehr. Flanke Galinski. Ausgleich, 1:1. Eberstadt will den Ball nicht rausschlagen und wird direkt bestraft. Keine Chance für Buballa, die Flanke ist Zentimeter genau auf den Kopf von Oliver Höhne, der den Ball gekonnt ins lange Eck buxiert. Dann ist Halbzeit, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind gespannt auf die zweiten 45 Minuten. Buballa weit aufgerückt, Mangold direkt zu Sander. Sander gegen Fischer. Eberstadt will die Führung zurück. Wieder Sander. Gute Annahme von Daniel. Mangold nimmt ihn direkt. Glanzparade Kolb. Mit den Fingern lenkt er den scharfen Schuss von Mangold noch am Kasten vorbei. Ja! Eine klasse Partie des Schlussmanns im Gehäuse der TSG Messel.
Kurzwerke ausgeführt. Mangold sieht hinten Buballa frei. Da war mehr drin. Eberstadt will den Auswärtsdreier und bringt Sturmtank Stefan Pfeiffer für Daniel. Eckball zunächst abgewehrt. Schäfer bekommt den Ball. Aus dem Stand schlägt Schäfer den Ball knapp vorbei. Guter Versuch des defensiven Mittelfeldspielers. Sander mal auf der anderen Seite. Pfeiffer mit der ersten Aktion. Buballa mit dem langen Ball in den Strafraum. Pfeiffer legt quer. Mangold mit der Sohle. Pfeiffer hat das richtige Stellungsspiel in der Luft. Mangold verpasst die Führung. War aber auch nicht einfach zu nehmen. Oh Mann! Mangold macht weiter Dampf, hält den Ball im Mittelfeld und schickt Schrumpf. Mangold nicht mehr im Bild, sprintet mit nach vorne. Schrumpf steckt durch zu Perschke. Toller Angriff, quer auf Mangold. Das muss er doch sein. Vorbei. Was eine tolle Kombination von Schrumpf und Perschke. Der Ball spielt noch einmal kurz vorher auf, aber das hätte das 2:1 sein müssen. Dann eine Szene, in der sich der Messelangreifer gleich verletzt und vom Platz getragen werden muss. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung und hoffen, dass die Verletzung nicht zu schlimm ist und der Spieler bald wieder auf dem Platz stehen kann. Keine böse Absicht von Buballa, der Stürmer fällt in die Situation unglücklich auf sein Knie. Eckball von Benz, an die Latte. Eckball auf der anderen Seite. Mangold wird geblockt. Zu Perschke. Drüber. Da kommt nochmal Messel mit einem Konter über die rechte Seite. Die letzten Sekunden. Abpfiff. Wie in den drei Spielen zuvor stimmt die Leistung, nur die Chancenverwertung ist das derzeitige Manko. Weiter geht's am nächsten Sonntag gegen Goddelau.